Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum nächsten Teil auf der Valley Crest Farm. So, und jetzt mal sind wir mit diesem Teil da angekommen. Wie gesagt, das Einzige, was ich nicht so toll fand, ist, dass der rechts und links runter wackelt. Was auch lustig ist, wenn man den abspeichert, was man da eingestellt hat, diese Verbreiterung etc. pp, das ist alles verschwunden. Warum kommt hier kein Mensch, aber naja, ist halt so. Ja, so, entsperren und einmal abladen. Das ist ja die Sandkuhle. Dann fahren wir den schnell runter und den anderen drauf und fahren zum Shop zurück und verkaufen den. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, das kann man mal vorkommen. Das ist ja gleich schon geladen. So, dann schnell wieder da hoch. Halt, ich muss zum anderen Packer, weil der Radlader, der muss ja aufgeladen werden. So, wunderbar. Dann laden wir mal gleich auf. Ich denke mal, da muss ich keine Verbreitung reinmachen, da müsste ich so funktionieren. Wunderbar, sieht doch gut aus. Ein LKW. Einmal sperren und einmal die Rampe hoch und wir können dann wieder fahren. Nach vorne können wir. Sind die schon? Was hier poltert und rennt und macht und tut, sind meine lieben Katzen, nicht erschrecken. Mal eine Frage an die Community, und zwar, oder auch lieber Chris, kennt einer von euch einen Tieflader, so wie dieser Doll jetzt, wo man auch die Fahrzeuge sperren kann, so dass sie nicht runterfallen, egal was für Fahrzeuge man draufknallt, ob Radlader, Mähdrescher, Traktor oder so, wo aber eine bessere Straßenlage hat, weil der hat ja eine katastrophale Straßenlage, am besten noch mit mittleren Kränen, also genauso wie der da. Ja, es tut mir leid, dass solche Frauen auch dann, wenn zwei Katzen meinen, sie müssen hier Wettrennen veranstalten.
Ja, wie gesagt, ich weiß einer ein, das wäre super. Und ich habe mal wieder vergessen, die Uhr einzuschalten. Ach, ist das immer herrlich. Jetzt kann ich da richtig raten, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ja, das ist halt kacke, wenn man sich ein Handy neben dran legt. Eine Stoppfunktion. Und weiß überhaupt nicht, was scheiße, wie lange habe ich jetzt schon aufgenommen. Und jetzt weiß ich nur, ich bin jetzt vorbeigefahren und ich habe den Fahren und so. Nee, da war nicht. Ich bin nie vorbeigefahren, ne? Ich bin total geplant. Ja, ich habe gesehen, Meaning Construction hat der liebe McManus jetzt auch schon ein Let's Play gemacht. Der hat scheinbar Probleme mit Multiplayer. Kann ich ihm auch nicht helfen. Mir hilft ja auch keiner. Ja, es ist so super furchtbar leid. Da kenne ich nichts, weil Multiplayer kenne ich mich nicht aus. Ich habe schon 100 Mal gefragt, kann mir das mal einer beibringen. Notfalls mit mir telefonisch in Verbindung setzen. Da bin ich gerne bereit dazu. Ich bin ein bisschen altmodisch. Ich habe doch ein Telefon im Festnetz. Weil manche schrecken ja richtig davor zurück. Das ist zu privat. Ich finde das gesponnen. Was soll der Scheißdreck und so. Aber egal. Wie gesagt, ich habe auch schon gefragt, wer kennt sich mit Multiplayer aus. Wer kann mir da helfen. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Ja, es hat ja mal Probleme mit Multiplayer, weil eben irgendwas nicht so funktioniert, wie er will. Da kann ich ihm auch nicht helfen. Auf jeden Fall, was mich halt gleich gestört hat, was heißt gestört hat, ist ja ihm sein Problem. Er spielt eine Map und hat keine Ahnung, was er da eigentlich spielt. Rannte auf der Map rum und was kommt da rein, was kommt da rein? Ja, wenn sie das nicht vorher anguckt. Ich glaube, irgendeiner hat auch einen Kommentar bei der letzten Folge rausgelassen. Und zwar eben, ja, wo kriegt man das her, wo kriegt man das her? Da habe ich rutzrecht drunter geschrieben, hat andere gesagt, ja, guck halt mal auf meinen Kanal die Map-Vorstellung an, da erfährst du alles. Wo was hinkommt, wo man was macht. Ja, wir haben das denjenigen auch schon getan. Mehr kann ich nicht anbieten. Mehr ist nicht. So. Goggen. Und der Goggen. Da wollte ich nicht hin. So. Jetzt lassen wir den da mal stehen. Das ist der Sand. Das ist der Gies, Limestone. Ja, muss man mal gucken. Da bleibt jetzt mal einfach so für die kleinen Häufen da. Da mache ich es nicht lang rum. Den park ich mal, den hebe ich mal auf. So schlimm ist das auch nicht. Dann haben wir mal geparkt. Was bist du? Was ist da drin? Du bist das? Ja, ich suche was für Spezielles. Deswegen zähle ich mich gerade mal da durch. Ich würde sein. Okay. Ja, habe ich kurz verwechselt. Ist kein Problem. Ist kein Problem. So. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das da auch voll. Ach, ich finde den Radlader cool. Nicht nur wegen der Kapazität, sondern es sieht auch cool aus, alt, verrannt, wie man es eben so in den Tagebau oder auch Sandkuhlen Bagger sehen kann. Rein. Ja. Aber dann kann man das nächste Mal abholen. Was es daneben gibt? Ja, das ist doch nicht. Okay. Gut,
Dann machen wir mal den nächsten. Dass da mal ein bisschen was vorangeht. So. Ja, diesen Mulden, da kriegt man jetzt 60.000 Liter rein. Also das ist dann schon sinnvoll, das ist dann voll okay. Mama mia, ich hasse es einfach. Ich muss mal näher anfahren, wenn irgendwas funktioniert, dann nicht so, wie ich das will. Dann nimmt er das jetzt nicht auf. Das ist das Problem. Ja, man muss ja nur hin und her fahren. Ach ja.
will hier jetzt nicht mehr reingehen, aber ja, man bremst doch ein bisschen was. So, jetzt machen wir mit dem weiter. Hier muss man ein bisschen aufpassen fahren, weil hier ist eng und der hat Bremsen. Also manchmal denke ich, da mal, hat der überhaupt Bremsen? Ja, selbst wenn die böse bremst, der wirklich, das ist ja grauenhaft. Ich will doch nur die Kamera hoch. So. So, liebe Leute, die Folge lasse ich jetzt auslaufen, weil ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt aufgenommen habe. Tut mir halt furchtbar leid. Aber was will ich denn machen jetzt? Ich kann das nicht dran ändern. Muss ich halt immer viel mal Schnauze rechnen. Nervt mich zwar auch ein bisschen, aber das bleibt dann ein bisschen frisch. Container zurück und holen den gleichen Container. Ja, wie gesagt, die werden dann auch hier größer hingebaut. Ja, ist jetzt abgehend, blöder Hund. Ja, das ist schon besser. Ja, das lassen wir den auch hier ab. Kommt besser. Und hoch zum Landstuhl.
Ja, ich bin dann eigentlich dann lieber Außenansicht. Da habe ich bessere Kontrolle. Wie gesagt, Innenansicht, ja. Ist dann ein bisschen schwer. Wenn das dann im Stollen, dann ist ja richtig eng. Die Matrize kann es leider nicht umfahren. Und dann ein bisschen ganz hinten umfahren. Aber Stollen kann sie nicht umfahren, dann sind sie gleich gegen die Wand. Das geht leider nicht. Ja, und dann sind wir da. Ja, dann ist dann. Lass mal was sehen. Wie eng das hier ist, dann kommst du nicht mal mit dem Sattelzug rein. Den Hänger schon gar nicht, deswegen bin ich froh, dass es diese Fahrzeuge gibt. So. Einmal drinnen. Etwas ranfahren und aufnehmen. Ja, hier kann ich keine Kamera größer machen, also zoomen. Hier muss ich einfach nur drehen. Geht doch. So, liebe Leute. Ich verabschiede mich mit dieser Fuhre Limestone, also Kalk, zum Zementbunker. Sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn sich die Folge gefallen hat, ein Abo, Daumen, Kommentar da. Würde mich freuen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.